Ich lese den Psalm 1 aus der Zürichdeutschen Psalme mit dem Vorwort. Der erste Psalm ist eigentlich der Titel über allen Psalmen. Er sagt, dass jeder Psalm eine Antwort ist im schöpferischen Gespräch von Gott mit dem Mensch. Das Gespräch ist auch der Sinn vom Wort Torah. Ich lasse das schöne Wort Hebräisch da, weil es weit und offen tönt, im Unterschied zum Wort Gesetz, wo eng und geschlossen ist. Jeder Psalm macht unser Inneres weit und offen zu dem Gespräch. Lauf gerade auf, du, wo nicht wie dir lebst, wo Gott nichts danach fragen und nichts mit schlechtem Gewissen unternimmst und nicht lachisch, wo man spottet. Lauf gerade auf, wenn es dich kümmert, wie es Gott geht unter uns. Wenn du nachdenkst, Tag und Nacht, was er acht will von uns mit seiner Torah. Lauf gerade auf. Schau, bist ja ein Baum mit tiefen Wurzeln, nahe am Wasser. Wenn es Zeit ist, drehst du auch Frucht und deine Blätter welken nie. Und alles, was du machst, das geratet. Nur die, wo Gott links liegen lässt, dreht es fort wie Spreu, weit mit dem Wind. Die haben keinen Halt und auch keinen Stand, wenn es dann mal darauf ankommt. Die fliegen durch vor seinem Gericht und finden auch keinen Platz bei seinen Freunden. Die laufen gar in den Tod. Die anderen aber gehen ins Leben und er tut sie begleiten.